So, hallo. Heute geht es um, wie programmiere ich meine 2, 3, 5 oder 8 kW China-Heizung. Es gibt doch Motherboards, die dann nur bis 1,6 Hertz runtergehen und nicht weiter runter. Ja, die gehen nicht auf 0,8. Da gibt es auch welche, die gehen nicht höher wie 5,8, geht nicht auf 6 oder auf 8,0. Aber ich habe noch ein altes. Wie bekommt man das? Ich habe mir jetzt die zweite Chance bestellt und musste leider euch mitteilen, dass diese identisch ausschaut, aber nicht runtergeht auf 0,8. Ich zeig's euch. Komm. Dieses hier ist das neue und das hier ist das alte. Auf den ersten Blick absolut identisch. 7 Kabel, dunkelblau, hier hellblau. Dann rot, zweimal schwarz, rot, braun, zweimal. Gleich, alles gleich. Seht selbst, alles gleich. Stecker, Spule, Kondensator, alles gleich. So, aber hier haben wir einen Aufdruck. Und zwar bei dem neuen H450598021 24. Und hier haben wir H44160 A wie Anton und 0. Da könnte das andere vielleicht ein Baby Bertha sein. Anstatt ein 8er, Baby Bertha und 0. Seht ihr das? Da oben Baby Bertha oder 0, das zweite. Und hier, das ist das alte. Die Zahl hier. So. Das hier ist tunbar. Geht dann runter. Das zeige ich euch. So, ich habe das hier einfach mal so verbaut. Die neue Mainboard. So, und jetzt programmieren wir das mal. So, seht ihr das? 0,8. Weiter runter geht's nicht. 4,5. 1650, 4500, 12 Volt, SN1, PF5, off. So, jetzt starten wir die Anlage. Und jetzt versuchen wir runterzuschalten auf die 0,8. Und das dürfte jetzt nicht gehen. Seht ihr das? Geht nur auf 1,4. Geht nicht weiter runter. Jetzt machen wir es aus. Off. Und jetzt bauen wir die alte zum Tunen ein. So, hier auch wieder unterste 0,8. Geht zwar einstellen. Und hier mal die höchste. Null wäre das höchste, geht einstellen, aber und mal gucken, wie weit es hoch geht. Also hoch geht es auf 8,0, aber es geht nicht runter auf die 0. Jetzt geht es nur noch auf 2,5 runter. Seht ihr das? Wenn die höchste auf 8,0 ist, jetzt geht es nur noch auf 2,5 runter. Also machen wir es wieder aus. Und jetzt dieses mit dem alten Motherboard, wo eigentlich ausschaut wie das neue. Zack. Der Teufel hat es gesehen, lauter 6er eingeben. 0,8. Okay. Und die höchste. Ist 8. Okay. So, jetzt starten wir mal. On, okay, geht an. Und jetzt gucken wir mal. 0,1. Ha, 0,8, geht. Und jetzt wie weit taktet die hoch? Zack, geht auf 8 hoch und auf 0,8 runter. Die gute alte Technik, hä? Und jetzt machen wir es aus. Ja, so meine Freunde, jetzt habt ihr selber gesehen,
dass die neue, wo ausschaut wie die alte, leider Gottes abgeregelt ist. Ja? Wenn man jetzt die oberste Taktrate auf 3 Hertz einstellt, dann geht die Anlage tatsächlich auf 1,1 was. Genau. Das war die niedrigste Taktfrequenz, was ich mit der neuen machen kann. Aber 1,1, Alter, das ist mehr wie gut. Da bei 0,8, da versulzt ja eure Anlage sowieso da. Die geht ja aus, die stirbt ja ab. Das ist ja viel zu wenig Most in der Anlage. Also das sind ja Werte jenseits von, braucht man die jetzt unbedingt? Ja, also wenn man so eine 2 kW hat, dann muss man schon runterkommen auf die 0,9 oder so. Ja, oder 1,0 zumindest. Aber wenn man jetzt eine 5 oder eine 8 kW Anlage hat, dann reicht das vollkommen aus. Also ich habe absolut Glück, Immunglück gehabt mit dieser, weil ich die ja schon vor 2 Jahren bestellt habe. Aber jetzt, das weiß ich nicht, ob das ein Zufall war oder so. Ob die Anlagen oder die Mainboards und die Displays, die man beide, ob das geht, das weiß ich leider nicht. Ich kann das jetzt nur sagen, dass die Kombination auf jeden Fall funktioniert. Die geht runter und hoch bis 8 Hertz, was kein Mensch braucht, 8 Hertz. Okay, dann war's das für euch. Bis zum nächsten spannenden Video, dann Ade Vache, euer T-Bone. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.